So, dann steigen sie mal ein, der Herr. So. Das war der Enzenhardt-Platz. Jetzt sind wir ja schon in Nürtingen, jetzt wird es auch nicht mehr allzu weit sein. So, jetzt kommen wir zu den Aufgaben als Betriebschef, also wenn man einen Betrieb aufmacht. Also da habt ihr einmal die Aufgabe, Fahrzeuge zu kaufen, zu mieten oder zu verkaufen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass ihr auch diese Mietmöglichkeit habt. Das heißt, nochmal ziemlich, kommt natürlich an das Real nochmal näher ran. Nächster Halt auf dem. Weil ihr müsst ja auch in echt nicht unbedingt ein Fahrzeug kaufen, ihr könnt es ja auch nur mieten oder sowas. Ist halt dann immer von Situation natürlich abhängig, ob man jetzt mal kurzzeitig ein paar Fahrzeuge mehr braucht oder so. Je nachdem muss man das halt dann natürlich immer anpassen oder halt überlegen. Genau, das ist einmal eine Aufgabe, halt die Fahrzeuge in dem Fall zu verwalten mit Kaufen, Mieten und Verkaufen. Dann Busse warten, tanken, reparieren und anpassen. Das heißt, wenn irgendwie mal ein Mitarbeiter sozusagen irgendwie ein Licht kaputt gefahren hat, sowas finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass es so Defekte oder sowas da gibt. Ich weiß nicht, inwiefern das visuell dargestellt werden kann. Ich könnte mir jetzt vorstellen, eher weniger, weil es selbst hier in OMSI 2 ist ja, jetzt ja noch nicht visuell dargestellt wird. Das wird vielleicht irgendwie irgendwo vermerkt. Hey, Danai, was denn hier los? War hier irgendwie ein Familientreffen oder sowas? Oder ist hier einfach nur irgendwie eine Attraktion gewesen? Die fahren jetzt alle nach Hause. So, Hallo. Hallo, guten Tag, hallo. Und, genau, das finde ich eigentlich nochmal ganz cool, dass mit diesem Schadensmodell, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass wenn man irgendwo dagegen fährt, also dass der Bus dann Licht kaputt hat oder sowas. Bitte. So, einmal normal, gibt es ein bisschen viel Kleingeld, bitte beschweren Sie sich nicht. Wobei, es geht sogar, ist gar nicht viel Kleingeld. So, und ziemlich pünktlich sind wir heute wieder unterwegs, sehr schön. Genau, also das ist einmal die Busse dann da noch zu verwalten sozusagen. Dann Dienstpläne erstellen und zuweisen an die jeweiligen Mitarbeiter. Wie genau das ist, weiß ich jetzt dann halt natürlich auch nicht, inwiefern es jetzt ist, dass man sagt, der und der soll da fahren oder sowas, ob man dann wieder so eine, keine Ahnung, so eine Zeit ausmacht, dass man derzeit zusammenspielt und dann die Dienstpläne zuweist oder ob man, ja, wie das genau mit den Uhrzeiten da auf der Map und sowas ist, weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, warten wir noch? Ja, wir warten nochmal kurz, fahren nochmal ein Stück zurück. Steht einer hinter uns? Wobei, wir stehen nicht so weit draußen. Können die eigentlich vorbeifahren? Da hinten ist auch ein Kollege, fährt die... Und auch die 185. Hä? Wieso fährt er auch die 185? Wobei, der wartet aber... Na, wobei, ist auch, wir sollten eigentlich rumkommen. Nur nicht... Na, jetzt können wir rüber. So, ohne über den Bordstein zu fahren. Sehr schön. Genau, also wie genau das ist, also wenn man halt die Dienstpläne dann zuteilt, keine Ahnung, wie man das dann genau macht, weil wenn jetzt irgendwie die Map irgendwie immer 24 Stunden und im Hintergrund die ganze Zeit die Zeit halt da weiterläuft und man irgendwie nachts dann eine Linienfahrt fahren muss und es irgendwie genau eine gewisse Zeit ist und das dann auch irgendwie halt so mit der echten Zeit angepasst ist, das heißt, wenn man jetzt dann die Linienfahrt um 0 Uhr oder sowas, halt eine Nachtfahrt fahren muss und halt auf der Map auch dann 0 Uhr ist, wenn auch in echt 0 Uhr ist, dass man dann genau um die 2 gestartet haben muss und sich da angemeldet haben muss. Keine Ahnung, ob das so ist oder wie das dann genau geregelt ist. Vielleicht steht da auch was im Forum. Könnt ihr nochmal gucken. Wie gesagt, da habe ich mich nicht so ganz genau umgeschaut, was da im Forum steht. Noch dazu. Da werdet ihr auch nochmal mehr dazu erfahren. Genau, das ist jetzt erstmal nur so ungefähr grob, was dazu erzählt. Vielleicht ändert sich auch nochmal was jetzt durch den Beta-Test oder so. Kommt noch was dazu oder so. Ja, man weiß ja nicht. Ist ja noch nicht die endgültige Version. Ist ja auch nur so vorläufig mit den Features. Genau. Das ist nicht, wie gesagt, das endgültige jetzt hier. Genau. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es endgültige ist. Beziehungsweise, es kann sich immer noch was ändern halt. So, dann, wobei das mit den Aufgaben denke ich mal schon, dass es ziemlich so ist, wie es auch dann sein wird. So, die andere Linie, die hier noch lang fährt, das war die 194 oder? Ne, die 74E, die fährt hier überall durch. So, dann, genau, weitere Aufgabe ist dann Betriebshöfe verwalten und vergrößern. Vergrößern, hallo. Wahrscheinlich vergrößern, könnte ich mir so vorstellen, halt neue Stellplätze dazu machen und sowas, um halt weitere Busse dann auch kaufen zu können oder sowas. Vielleicht braucht man für jeden Bus noch irgendwie so einen Stellplatz oder sowas, den man dann... So, die biegen beide ab. Ihr könnt auch mal auf der Facebook-Seite vom Advanced Omnibus Driver gucken, da ist auch, das sind ja... da sind ja auch einige Bilder, unter anderem halt auch so ein Bild von diesem, wie der Verwaltungsplatz sozusagen aussieht, von dem, wenn man als Betriebschef arbeitet. Ja, wir kommen schon zum Schillerplatz, der vorletzten Haltestelle. So. Schön hier rum. Boah, ich dachte gerade, der will hier links abbiegen. Auf der Kreuzung, wo wir gerade lang fahren.
Alter. So, kommen wir zu den letzten Schritten. Genau, Versicherungen abschließen gibt's auch. Dann erwirtschaftetes Geld sinnvoll investieren und zu guter Letzt natürlich noch expandieren im Betrieb, erweitern, vergrößern, mehr Mitarbeiter einstellen und so weiter. Genau, bin ich mal gespannt, wie das so genau sein wird. Ich selber habe jetzt nicht vor, irgendwie da irgendwas zu gründen oder sowas oder irgendwie da mal im Multiplayer irgendwie zu spielen, aber vielleicht dann wird ja der ein oder andere von euch dann da, der auch einen Advanced Omnibus Driver hat, sollte ich scheinen rot zu haben, auch mal im Multiplayer spielen. Vielleicht könnt ihr ja dann mal so ein Feedback unten in den Kommentaren da lassen oder sowas. Genau, vielleicht spreche ich es nochmal kurz an, wenn er dann erschienen ist, der Advanced Omnibus Driver. Ah, hier gibt es zwei Spuriges. Links abbiegen, wir bleiben mal rechts. Weil wer weiß, wie die Haltestelle ist. So, guckt, jetzt sind wir schon wieder so im dicht bebauteren Gebiet. Da sind die FPS jetzt gleich wieder so nur bei 30 oder sowas. Beziehungsweise gehen auch mal hoch auf 40, aber gut, ohne Aufnahme habe ich eh immer noch mal mehr FPS, ist ja klar. Weil der PC ja dann nicht so beansprucht wird. Aber, ja, trotzdem. So, jetzt haben wir hier eine... Was? Das verstehe ich eben gerade nicht von der Ampelschaltung. Wir haben diese Ampel und die Linksabbiegerampel. Wir stehen aber auch auf einer Linksabbiegerspur. Wieso macht man da nicht einfach eine normale Ampel, sondern hier auch so eine Linksabbiegerampel dazu? Weil auf der Spur, wo wir gerade sind, kann man ja auch links abbiegen. Naja, egal. Also ich hoffe, ihr habt gerade verstanden, wie ich das meinte von der Verkehrsführung, wo ich ja gerade ein bisschen irritiert war. So, wunderbar, grüne Welle. Genau, schön, dass wir uns rechts eingeordnet haben, weil dann wollen wir ja eh hier wieder rechts. Da wäre es ja nichts, wenn wir links gewesen wären. Und wir fahren geradeaus weiter. Ne, wobei Schillerplatz wollen wir einmal ganz links rüber. Wir wollen ja nicht direkt zum ZOB. Genau, jetzt geht es nochmal durch die Fußgängerzone. Das ist, glaube ich, so ungefähr durch. Genau, also vielleicht dann, sobald der Advanced Omnibus Driver erschienen ist, spreche ich es vielleicht nochmal kurz an. Vielleicht spielt er, hat er dann vielleicht der eine oder andere von euch das schon ausgetestet. Kann ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht schon ein bisschen Erfahrungsbericht, sowas kurz dazu. Würde mich aber trotzdem auf jeden Fall mal interessieren. Ich werde mir das vielleicht auch ein bisschen so, werde es vielleicht auch mal so ein bisschen verfolgen, wie das so ankommt und sowas. Hört sich aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ich finde die Features auf jeden Fall auch ziemlich cool. Genau, aber ich selbst werde halt, wie gesagt, nicht das spielen. Ich werde auch keine Zeit wahrscheinlich dazu haben, auch so irgendwie so einen Betrieb zu verwalten und sowas. Obwohl ich es halt schon ganz interessant finde, aber ja, habe ich jetzt nicht vor, den zu nutzen. Wir werden zwar weiter in der Karriere mit dem Advanced Omnibus Driver spielen, aber wie gesagt, ich werde ihn nicht nutzen. Ich werde auch kein Let's Play irgendwie dazu machen oder sowas. Falls ihr irgendwie jetzt fragen wollt, ob ich dazu ein Let's Play mache, also kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich das nicht machen werde. Habe ich jetzt nicht vor, genau. So, dann warten wir, bis die Türen zu sind und dann geht's schon zur Endhaltestelle. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall vom Entwickler auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit dem Advanced Omnibus Driver Multiplayer. Nächste Haltestelle, Busbahnhof Stark 1. So, genau, jetzt geht's hier einmal durch die Fußgängerzone. Steht da ja auch nochmal Fußgängerzone, Busse frei. Genau, nächstes Mal sind wir dann in Berlin unterwegs. Genau, hier müsst ihr auch aufpassen auf kreuzende Fußgänger sozusagen. Die können ja hier einfach kreuz und quer laufen. Und wir wollten ja auf jeden Fall auch noch auf Bad Kinzau unter anderem auf jeden Fall den Ski-Express fahren. Muss ich auch mal gucken, dass wir das mal bald machen. Und dann wollten wir an der Karriere auch weiterspielen. Ich muss mal gucken, ob ich das wirklich genauso mache, wie ich es letztens jetzt gesagt habe, mit dem Ablauf, wo wir welche Linie fahren. Vielleicht fahren wir jetzt auch nächstes Mal erstmal einmal in Berlin, dann den Ski-Express und dann nochmal in Berlin und dann an der Karriere weiter oder irgendwie anders. Aber auf jeden Fall nächstes Mal erstmal in Berlin mit dem Doppeldeckerbus bei Schnee und dann gucken wir mal weiter, wie es dann genau sein wird. Muss ich mir dann erstmal noch überlegen. Ein Stück noch vor. Da drüben scheint die 74 zu fahren. Die sind wir ja schon mal gefahren hier. Das ist jetzt unsere dritte Linienfahrt hier auf der Map. Genau, fährt die 74 nach Bernhausen. So, der hat grün, wir nicht. Genau, wir müssen dann darüber rechts bleiben oder rechts am Punkt zum ZOB. Steig Nummer 3. So, dann warten wir mal, bis die Ampel umschaltet. Da wird sie grün, sehr schön. Und einmal Gas geben. Einmal über die Kreuzung drüber mit uns. So, und da vorne rechts rum. Und dann gucken wir mal, wo Steig 3 ist. So, hier vorne ist, glaube ich, Steig 1, ne, oder? Welcher ist das? Da sind wir damals letztes Mal losgefahren, als wir hier gefahren sind. 74, wahrscheinlich sind wir jetzt schon vorbeigefahren. 182, 183. Hier ist es nicht. Dann fahren wir mal ganz rum. Auf
Vielleicht ist es auch ganz da vorne. Oder hier. Hier könnte es auch sein. Ja, hier sind wir richtig. So, Blinker setzen. Und Endhaltestelle erreicht. Nürtingen, ZOB, Steig 3. Wunderbare Fahrt, richtig pünktlich. Pünktlicher geht gar nicht mehr. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Fahrt. Sehr pünktlich waren wir. Na, kommen die ganzen Leute hergelaufen. Und, genau, das war es an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Ormsee 2. Nächstes Mal begrüße ich euch dann wieder mal aus Berlin. Da werden wir dann, ja genau, auch in Berlin unterwegs sein. Also gar nicht in Vorort Teltow oder sowas. Sondern nur auch dann in Berlin, glaube ich, habe ich mir die Linie ausgesucht. Also wir werden auch wieder eine Linie fahren, die vollständig dann da umgesetzt wurde, die es auch in echt so gibt, genau. Und dann gucken wir mal, wie das dann bei Schneeverhältnissen ist, denn da so zu fahren, genau. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, ist wahrscheinlich echt nicht ohne bei Schnee dazu zu fahren. Wird da bestimmt eine spannende und lustige Fahrt werden und hoffen wir, dass wir dann möglichst wenig Unfälle haben werden. Das war's jetzt an der Stelle erstmal von dem Teil hier von Let's Play Ormsee 2. Wenn euch unsere Fahrt hier auf der Map Nürtingen gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und falls ihr auch auf der einen oder anderen Map fahren wollt, auf der wir hier schon gefahren sind, oder den einen oder anderen Bus benutzen wollt, auf der wir hier, den wir hier benutzt haben, und ihr euch fragt, wo ihr den Bus eigentlich downloaden könnt, dann schaut einfach mal auf meiner Webseite www.kleingamer1.de vorbei. Dort auf der Rubrik unter der Rubrik Ormsee 2 habe ich alle Maps und Busse verlinkt, wo ihr euch die downloaden könnt. Link zu der Seite ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt an der Stelle von dem Teil hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Kleingamer1.